Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich weiß noch, wir haben in der letzten Folge. Auf jeden Fall waren wir in der Nacht unterwegs und sind ganz schnell hier hingelaufen, Hey, weil die Monster so morgen. stark waren. Und ich würde mal sagen, wir machen heute Nebenquests. Ich habe schon eine ausgewählt. Und wo ist unser Auto? Muss ich jetzt zu unserem Auto hinlaufen? Das steht die Straße runter. Dann machen wir das. Dann laufen wir zum Auto hin. Oh Mann. Und Na dann mal fahren wir weiter. zu der Regnet. Nebenquest. Weiter geht's. Einen Und das. Moment. Nein. Das ist der Typ, den wir damals an diesem Pier da getroffen Ich reite haben. los auf meinem Chocobo. Ich hab Und nen ja. Ohrwurm. Also ein kleines Update zu meiner Katze. Blutwerte haben alle nichts ergeben. Also sie ist körperlich wirklich fit. Keine Krankheiten, keine Organe, die irgendwie, ja, befallen sind oder sowas. Ignis, wie viele Königswaffen gibt es? So viele, wie es Könige gab. Leider sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Ah ja, das wollte ich ja auch noch raussuchen, wo die alle sind, ne? Auf jeden Fall muss ich jetzt zu einer anderen Ärztin, die, ja, die extra für Hey, pass auf, wo du Tieraugen eintrittst. zuständig ist. Und ja, weil ich hatte ja ein Medikament bekommen, das hat mich angeschlagen und andere Augentropfen ja bekommen, das hat auch nicht angeschlagen, obwohl ich eigentlich dachte, ach, er kommt besser klar, ne? Alles gut, aber das war wohl Einbildung von mir. Und ich habe einfach mal im Internet geguckt und da stand halt auch, dass sich Katzen halt, wenn sie sowas wie blind werden oder so, ne, also schlecht sehen oder sowas, dass sie damit sehr gut schnell klarkommen. Also laufen wir überhaupt richtig? Ja, immer geradeaus. Immer geradeaus, okay. Da kommen die halt mit klar und ja. Also. Gestern ist er noch einmal so volle Kanne, also der hat mit der anderen Katze gespielt, umgedreht volle Kanne in so ein Regal reingelaufen. Ja, dann kriege ich schon immer zu viel. Aber ja, da muss ich jetzt, ich glaube, ich habe da auch erst für in 2 Wochen einen Termin. Die haben da wohl so viel zu tun, dass sie gar keinen früheren Termin haben. Ich habe nämlich erst gefragt hier für Donnerstags, weil ich daher frei habe, ne? Ist Dann ist es das gar kein eigentlich Problem mit anstrengend, die Tauschen Kraft der oder Königin so. zu benutzen? Das wäre dann erst in Schon. 3 Wochen Morgens gewesen. komme ich kaum aus dem Bett. Vielleicht solltest du einfach früher schlafen gehen. Oh. Könntet mir aufhören zu reden? Ich erzähle was. Auf jeden Fall wäre es erst in 3 Wochen gewesen. Dann hatte ich halt gefragt, was wäre denn der andere frühestmögliche Termin? Und der wäre in 2 Wochen. Da musste ich zwar jetzt eine Kollegin fragen, ob die so lange für mich arbeiten kommt. Und ja. Mal gucken. Auch irgendwie mein halber Urlaub ist schon verplant, weil ich ja zum Hautarzt muss, ne? Hier Allergietest und sowas. Ich hasse irgendwie sowas, nur so Termine, wo man immer hin muss und so. Das hasse ich einfach. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin lieber so, sagen wir mal, so frei und mache das lieber spontan alles. Und so Termine bin ich zum Kotzen. Die halbe Folge beschäftigen wir uns damit, dass wir ein Auto suchen. Da steht's doch, oder? Ja, da steht es. Aber ich meine, wir können automatisch jetzt zum Questziel hinfahren. Ich hoffe es. Einsteigen. Auftragsziel. Genau, da fahren wir hin. Ich hoffe jetzt nicht, dass es wirklich 5 Minuten dauert, ne? Auf jeden Fall werde ich heute, also wenn das hier live kommt, also wenn das hier online kommt, ist das nicht mehr heute, aber heute auch wieder streamen. Eigentlich hatte ich ja vorher jetzt immer Mittwochs und Donnerstags, aber gestern war ich halt länger auf der Arbeit, weil ich ja Samstag später kam, weil ich ja mit der Katze einen Termin hatte beim Tierarzt und ja. Da war ich dann halt länger da und irgendwie, keine Ahnung. Da saß ich einmal auf dem Sofa und kennt ihr das? Dann ist man irgendwie total faul. Ich habe vorher noch Wäsche gewaschen, ne? Ein bisschen Wohnung aufgeräumt. Da dachte ich mir, weißt du was? Setz dich 5 Minuten hin, dann nimmst du gleich noch was auf.
Oder tust du mal für Stream vorbereiten, alles? Nö. Ich habe mir irgendeinen Scheiß auf YouTube angeguckt. Da wären wir. Ja. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Aber ich wollte ein neues Buch anfangen und das habe ich dann auch gemacht gestern. Und ich habe es heute dann direkt zur Seite gelegt, weil ich dachte, nein, diese Scheiße liest du nicht zu Ende. Ja. Ja. Ich muss mir ein anderes Buch suchen, was ich lese. Aber davon habe ich ja auch genug. So, dann laufen wir mal zu... Wie heißt der? Dino? Ja, Dino heißt er. Echt toll, die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach, stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Das ist ja irgendwie cool, dass sie zwischendrin miteinander reden, ne? Das sieht auch hier cool aus, finde ich. Ich bin mal gespannt auf dieses... Final Fantasy VII ist das, was in den Episoden rauskommt, ne? Wie das... Achso. Und... Ich hab das... Ich meine, ich hätte das damals für die Vita gespielt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das Final Fantasy VII war. Aber ich meine, das war das. Glaube ich. Da freue ich mich auch schon dran. Aber ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch rauskommt. Ich denke mal erst, wenn die PlayStation 5... rauskommt, dann vielleicht, also in nächstes Jahr soll die eigentlich rauskommen, ne? Bin ich auch mal gespannt. Du sollst ihn anreden und nicht springen. Ah, der Prinz! Gut siehst du aus. Ja, ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Heißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Och. Oh, meine Katze, na, die hat immer so eine kleine Maus und damit spielt die immer so. Und kommt immer und möchte, habt die in den Mund total süß. Und ich habe denen gestern noch eine gegeben, damit die sich halt nicht zanken. Ja, hat nicht so ganz gut geklappt. Die zanken sich trotzdem. Wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? Zum Zielort begeben. Der ist da hinten. Da fahren wir aber hin, oder? Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe das Spiel ja damals gespielt, aber ich weiß nicht mehr. Also ich weiß halt noch, hier der Bosskampf, das weiß ich noch alles. Aber wie gesagt, am Ende habe ich wirklich einfach geguckt, dass ich das Spiel durchbekomme, weil das so lang war. Und ich müsste, mir fällt auch gerade ein, ich müsste eigentlich auch nochmal Enderal aufnehmen, aber mein PC ist nicht bei mir, sondern bei meinem Freund. Habe ich auch mal gedacht, vielleicht das einfach live zu streamen. Aber ich bin ehrlich, ich weiß halt nicht genau, wie das geht mit dem PC. Ich bin ehrlich. Und, Aufgabenziel können wir... Ne, dann fahren wir wahrscheinlich nirgendwo hin, oder? Fahren wir da hin dann automatisch? Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Ich hoffe, das klappt so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass ich halt mal streame oder halt, wenn... Ich habe ja jetzt nächsten Monat Urlaub. Außer, dass mein Freund... Ne, das ist auch in der zweiten Woche, ne? Ja, nee, gar nicht wahr. In der zweiten Woche hat er auch Abschlussprüfung, mein Freund. Da müsst ihr alle schön die Daumen drücken am 26. Das ist auch witzig. Ich hatte auch damals am 26.06. meine Abschlussprüfung. Und mein Vater hat da Geburtstag, ne? Ich habe das total vergessen. Redet ihr jetzt? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Was total meint ihr, Jungs? Ein Erinnerungsfoto? Ja, und komm. Ja, okay. Klar, nur zu. Okay. Auf jeden Fall habe ich das total damals vergessen und habe mich natürlich dann auch entschuldigt, ne? Aber er hat es halt auch verstanden, ne? Aufregung und das, ja, kennt man, glaube ich, ne? Jeder. Und wohin als nächstes? Aber ich bin mal gespannt,
wie das mit der Prüfung läuft. Ich gehe davon aus, dass er besteht. Könnte ich mir nämlich nicht anders vorstellen. Eigentlich. So. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Immer also diese Fotoleute. Immer. Okay, ich mache auch überall Fotos. Also jetzt aber keine Selfies so, sondern einfach, wenn wir unterwegs sind. Von Landschaften oder so. Fotozeit. Ah, das ist doch süß. Da speichern wir mal. Oh, großartig. So, dann fahren wir jetzt endlich zum Ziel und holen die Juwelen, ne? Ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da passiert. Ist das weit von hier? Wo ist der Marco? Dahin? Ne, 2 Kilometer sind mir zu weit. Fortfahren. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Muss er nicht drehen? Ich wollte gerade sagen. Oh, das ist eigentlich schon spannend, ne? Er fährt einfach so und... Ja. Aber ich werde auf jeden Fall heute, also... Nicht heute, wenn das Video online kommt, streamen, sondern halt heute. Jetzt der Tag. Und ich habe mir letztens ja den Season Pass von Assassin's Creed Odyssey gekauft. Und ich habe gedacht, das mache ich dann einfach. Das ist jetzt und das Stream-Spiel, bis es zu Ende ist. Obwohl ich auch gerne Days Gone weiter zocken würde. Ne? Ich mache ich das auch, aber... Ich glaube, ich mache Assassin's Creed. Ja. Ich habe mir jetzt nämlich schon runtergeladen und die DLCs... Also ich werde das nicht immer von vorne anfangen, auf keinen Fall. Aber die DLCs, die, ja... Das... wird halt unser erstes richtiges Stream-Spiel. Da kann man ja mal gucken, was man sonst noch... Vielleicht tue ich ja wirklich ändere als streamen. Kann ja sein. Mal gucken. Ich muss sowieso gucken, dass ich, wenn ich im August Urlaub habe, dass ich da voraufnehme. Weil in der Weihnachtszeit komme ich sowieso nicht dazu. Dass da ja nichts wirklich ausfällt. Weil Weihnachten ist bei uns immer die Hölle. Sind gleich da. Ich muss sagen, das ist ein bisschen blöd, ne? Ich mag diese Schnellreisepunkte. Klar, das sieht man jetzt hier, die Landschaft und so, ne? Wie die hier im Auto sitzen und reden. Aber das dauert manchmal ewig, bis die da angekommen sind, ne? Ich habe eben gedacht, vielleicht schneide ich immer halt diese Dinger raus, aber ich glaube, dann würde ich halt nur das Video schneiden, schneiden, schneiden und ich habe keinen Timer gesetzt. Ach ja. Bei dem mache ich jetzt auf gut, auf einfach auf Gefühl Sache, wie lang die Folge geht und dann, ja. Mal gucken. Ach, wir müssen gleich auch noch... Zu Fuß weiter. Wir müssen gleich auch noch über Game of Thrones reden. Das, ja. Das Ende, das ist ja... Also in der nächsten Folge ist auf jeden Fall Spoiler. Wenn ich dran denke, dass ich darüber reden wollte. Weil das... Nee, das Ende geht ja gar nicht, ey. So, wir müssen da lang. Ich höre Magitek-Motoren. Ja, ist ja okay. Ist das die Marker, der Marker hier, oder? Das sieht gut aus, oder? Das, wieso muss eigentlich ein... Ja, wir sind ja jetzt König, ist das ne? Die Gegend, die Dino meinte? Ja. Ein König Sachen für jemanden besorgen. Ich denke, aus denen sollte... Oh. Ich wollte gerade was tonleiser machen. Auf meinen Kopfhörern. Hallo? So, Gladius. Wo hast du das denn gelernt? Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt.
Dann mach das und nerv mich jetzt nicht damit. So, jetzt müssen wir die Juwelen finden. Die müssten irgendwo liegen. Ich würde sie ja irgendwie an den Steinen vermuten, ne? Würde ich halt sagen, dass man die aus dem Stein heraus bricht, aber... Ich glaube, ich liege falsch. Ach, schaut mal da. Ist das das? Nein. Okay, wir sind aus dem Gebiet heraus. Hey Nord, über dir. Ja, ja. Es ist ja eigentlich cool, dass sie halt so mit einem reden, ne? Ja, das stimmt. Aber. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Nord, komm schon. Okay. Aber manchmal denke ich mir, boah, schon wieder der gleiche Satz. So. Ah, oh, da ist noch einer. Ah, guck mal da, da hinten sind Soldaten. Gehen wir gleich hin, wenn wir das mal gefunden haben hier. Ne, hier liegt's auch nicht. Boah, ich hasse diese Dinger, wo man suchen muss, ne? Das sieht gut aus. Ja. So, jetzt besiegen wir noch die Soldaten da hinten, weil Erfahrungspunkte sind immer gut. Welches Level sind wir eigentlich? Lassen wir die Waffen sprechen. Wir müssen auf jeden Fall ganz viel kämpfen, damit wir... Ja. Ganz viel Erfahrungspunkte bekommen. Tu's auch mal Ignis nehmen. Ich tue immer nur Prontos oder Gladio hier diesen Spezialangriff ausführen lassen. Lass dich von nichts aufhalten. So. Wie war das nochmal mit den Tränken? Nee, wie war das nochmal mit den Gegenständen? Ach, so war das. Okay. Nee, wartet. Ich kann gar keinen eingeben, okay. Kann jemand? Ich mach das. Ich. Oh, ich vergesse immer auf diese Anzeige unten zu achten, ne? Noch der eine läuft da einfach so. Oh, ich laufe hier ein bisschen rum. Sauber, Gladio. Kein Problem. Dann nochmal Gladius. Okay, ich glaube, die sind wirklich ein bisschen überlevelt, ne? Wir sind gar nicht Level 18 oder so. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach ein bisschen mehr kämpfen. Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Oh. Schon vorbei. Wir kriegen nur einen Punkt dafür, ne? Was ist denn das für ein Scheiß, kann man sagen? Weil
Wir brauchen für manche 99 Punkte, ne? Damit wir das, ja, neue Sachen leveln können. Und wir kriegen einen für so einen Kampf. Ja, frag mich nicht. Das ist... Ja. So. Ich würde mal sagen, wir gehen das jetzt auch wegbringen. Ich höre Magitech-Motoren. Schon wieder? Nee. Ich reite los auf meinem Chocobo. Ja, auf dem Chocobo müssen wir auch auf jeden Fall noch reiten. Das geht gar nicht anders. Nicht so in, hastig. War das in Assassin's Creed Origins? Wo das mit der Final Fantasy Quest war? Ich glaube, das Lass war da, ne? Ziehen. Das war cool. Okay. Das war wirklich cool. Ich hoffe, da kommt wieder sowas. Ja, so ein, ja. Special-Ding. Das dauert wahrscheinlich ewig, bis er dahin gefahren ist. Aber dann ist das halt so und ja. Wir geben jetzt einfach noch die Quest ab und dann, ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge alle Quest. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Nein? Nee, wir fahren weiter. Was? Du hast noch nicht genug? Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Ach, du bist doch schön genug. Oh, das sagst du doch nur so. Nee, besonders wenn wir jetzt da anhalten, müssen wir wieder Geld ausgeben. Und das machen wir nicht. Ja, diese Schnellreise. Ich glaube, ich will gleich erstmal schnell hinfahren, bevor wir, wenn wir irgend so eine Nebenquest noch machen, bevor ich das mit aufnehme. Damit es ein bisschen schneller geht. Aber in so einem Lager müssen wir auch nochmal schlafen, damit Ignis kochen kann. Und wir müssen tanken. Die Sonne geht bald unter. Noct, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Gute Idee. Das fängt ja auch noch an. Also, solche Gespräche sind so eigentlich total überflüssig, weil die fahren ja gerade irgendwo hin, wo sie übernachten können. Ja, einfach total überflüssig. Hallo? Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Fahr doch! Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Hey, wir sind jetzt gleich da. Ihr fahrt jetzt schön in die Richtung weiter. Latschen. Ist das jetzt sein Ernst? Boah, das... Jetzt dann fahre ich selber. Manuell fahren. Noct, willst du wirklich noch fahren? Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Ich muss sagen, das nervt ein bisschen, ne? Man ist kurz vor der Stadt und dann... Ja, ich fahre jetzt aber nicht weiter, es ist dunkel. Du hast Scheinwerfer am Auto? Jetzt also später im Spielverlauf könnte man es ja verstehen, ne? Aber nicht jetzt.
Ja, wieso fährt er denn jetzt nicht? Nein! Raus mit euch! Och, packt. Ach, manchmal... ja. Steigt aus... Manchmal so viel Komik. Wir geben jetzt auf jeden Fall noch die Quest ab. Da können die weiter rumheulen, die drei. Alles okay? Brauchst du eine Pause? Geht schon. Komm schon. Zeit für eine Pause. Das ist so, als ob das Spiel sagen will, hör jetzt auf zu spielen. Du spielst ja schon eine halbe Stunde. Ich finde sowas einfach nur nervig in Spielen. Dass sich manchmal einen anderen daran erinnern, hier so vergesse ich zu speichern oder so, das ist ja gut, aber halt so, hör jetzt auf zu spielen, mach eine Pause. Oh, ausgezeichnet. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Dann bis zum nächsten Mal. Es lohnt eigentlich immer. Seht ihr, haben wir doch noch geschafft hier. Und die machen so ein Hantier, die drei. Wow, jetzt haben wir was ganz Tolles bekommen. Er hatte noch eine Quest für uns. Hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut. Könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Das machen wir aber jetzt nicht mehr in dieser Folge. Und ich fahre, glaube ich, erst dahin. Wir machen jetzt nicht die Hauptquest gleich. Welche ist denn das überhaupt mit dem Typen? Die. Aber es wäre Level 15. Und ich weiß immer noch nicht, welches Level wir sind. Level 5. Nee, oder? Nee, doch, wir sind Stufe 5, ne? Welche Aufgaben haben wir denn überhaupt noch, die wir da machen könnten? Erstmal keine. Ach, das war die eine, die ich schon mal aufgenommen habe, aber, ja. Nee, dann machen wir wirklich die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Okay, ich suche jetzt irgendwo mal ein Plätzchen, wo die schlafen können. Und ich meine, hier gab es doch irgendwo... Ach, da, guck, dahin gehen wir. Nein! Dahin gehen wir und, würde ich erstmal hier Schluss machen für die Folge. Und danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.